So, heute mal hier vor meiner Haustür, da oben winkt mal eine kleine, vor meiner Haustür getroffen. Wir fahren jetzt nach Hüppede weiter, zum Kai. Ich hatte gestern geschrieben, ihr könnt ja auch erst nach Gern, hätte ich das gewusst, hätten sie vielleicht doch zur Aral-Tankstelle in Gern kommen. Wäre vielleicht geiler gewesen, weil ich glaube, der Sven, ach, muss man erstmal hier, muss dann auch ein bisschen tanken. Naja, knapp halb voll noch. Muss auch einer tanken? Nur ich? Na, wir fahren erstmal. Mit Gang ist besser. So, dann fahre ich erstmal hier ein Stückchen vorweg. Aus Gärden raus. Ist auch immer so ein kleines Spektakel so für die Nachbarn. Mit den ganzen Spidern. Ja, ich habe jetzt geguckt. Ich muss nächste Woche zum TÜV. Bin schon ein ganz kleines bisschen drüber. Aber wie das so ist, das Wetter war ja schlecht, man konnte nicht hin. Ne? Jetzt habe ich für nächste Woche einen Termin und fahren wir zum TÜV. Und ja. Ist ja jetzt alles gemacht, Bremsen sind dann so, also dürfte da nichts sein. Ja, dann fahren wir mal. Ja, heute geht's jetzt also erstmal nach Hüppede. Wir sammeln da noch ein paar weitere Fahrer ein. Und war also gestern auch erst zugesagt von mir, dass ich überhaupt mitfahre, weil ja, eigentlich was mit Familie geplant war. Aber deswegen war jetzt auch nichts bei Facebook oder so drin. Also von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob die anderen was geschrieben haben. Kann natürlich sein. Es geht nach Ahlfeld zum Food Truck Festival. Ja, hier so diese ganzen Essens-LKWs und Fahrzeuge da, die mal irgendwo sich hinstellen und Essen anbieten. Und ja, das wollen wir mal schauen. Und ja, bin ich mal gespannt. Dann wollen wir sehen, wer jetzt noch alles mitkommt. Wir fahren jetzt erstmal und ihr schaut erstmal das Intro und bis gleich. Voll die Raschauer hier. Wo wollen die denn alle hin? Gute Frage. Street Food Festival? Hier lang? Alle da? Ja. Ben, rede mal. Ja, hallo, hallo. Jetzt bist du nicht mehr so laut. Ja. Du auch nicht. Dafür, oh, Sarah ist jetzt komplett leise. Nee, Sarah höre ich gut. Also die ist ganz leise irgendwie. Ja, wir müssten mal in die Einstellung gucken, wer da auf was gestellt hat, welche Empfindlichkeit und so. Okay, aber jetzt ist eigentlich auch gut, auch wegen Wind jetzt, weil Uwe fährt ja auch mit offenen Helm. Der hat ja den Schwanhals dran. Die sind ja so ein bisschen windempfindlich, aber jetzt gerade geht's. Ich habe aber mein Visier runter und das Mikro unter das Visier, dass das nicht im Wind liegt. Ah. Warte, ich mach's mal auf. Jetzt ist er offen. Ja, das hört man sofort. Ja. Ich höre das gar nicht. Da hörst du nicht so ein Wind scheppern so ein bisschen? Nö. Bei mir scheppert's ja sowieso im Kopf. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Aber jetzt habe ich das Visier da runter. Ja, ist Ruhe, ja. Ja, und das ist halt bei den 50er Serien so, da hörst du gar keine Windgeräusche, ne? Und das war ja das Thema, warum ich mir die, müssen wir hier jetzt rechts? Nee, so. Hüppede ist doch da, geradeaus. Ach so, geradeaus, ah. Geradeaus. Ach so, ich werde nämlich jetzt hier, da stand Hüppede, genau, ja.
Und die 50er-Serie, das ist ja der Grund, warum ich auf GoPro umgestiegen bin, weil man ja gar keine Motorgeräusche mehr gehört hat. Das filtert ja alles raus. Da hörst du wirklich nur die Stimme, ne? Und das war der Grund. Ich meine, es ist ja gut, wenn du auch wirklich Aufnahmen machst, ne, dass dann Ruhe, dass Ruhe ist, ne? Also Windgeräusche, ja, gut, klar. Will ja keiner hören im Video nachher, ne? Jetzt zum Beispiel. Guck mal, ist da drüben. Alex. Strahlt seinen Hänger. Wo warst du nicht eben noch hinter mir? So, jetzt geht das hier vom Kai wieder weiter. Alex da drüben hat jetzt seine Reika, aber hat halt zu tun, fährt heute nicht mit. Boah. Ich werde mich mal hinten einreihen. Erstmal alle rauslassen hier. Da sind noch wieder einige zusammengekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mit 11 Fahrzeugen. Ja, ist doch schön. Für so ein spontanes Ding. Los hier, fahrt! Der Mike! Der Polizist hält wieder alles auf, ne? Ja. Ach, hier sind auch Straßen gesperrt. Achso, jetzt bist du drauf, ne, Kai? Kai ist nicht mehr drauf. Kannst du mich hören, Kai? Kai hat kein Mesh. Achso, der hat kein Mesh. Ja, der fährt doch das 10 CE noch wieder wie du. Achso, vorher. War mir gar nicht mehr so bewusst. Musst du ihn erstmal per Bluetooth verbinden. Achso, ja. Da steht ja hier ein neuer fester Blitzer irgendwo. Ja, letztes Mal waren das mobil. Ach, mobile, ja. Zwei an dem einen Tag und an dem anderen Tag nochmal geblitzt, den Kollegen. Erst hat er nur 50 Euro zahlen müssen und am zweiten Tag haben sie den Lappen für 4 Wochen weggenommen. Ja, das ist dann schon ärgerlich. Und auch im gleichen Ort. Gleicher Ort, gleiche Stelle. Oh, scheiße. Das wäre normalerweise erstmal gebrandmarkt, aber... Haben sie den Garbsen vor der Polizei und vor der Schule in der 30er-Zone aus dem Jahr gekriegt. Ja, da stehen die aber auch ständig da am Sinister, ne? Und es ist ja... Dann 30 Euro nur gekostet. Jetzt, wo das Wetter so schön ist, musst du auch damit rechnen, dass die hier für extra Motorräder stehen, ne? Ja. Wo sie von vorn und hinten blitzen.
Ja, diese Wegelagerer, ne? Ja. Oh, richtig schönes Wetter da, 24 Grad. Voll geil. Endlich mal wieder. So scheiße sein. Ja, und nächste Woche auch scheiße. Die ganze Woche, ja. Oh, immer wenn ich Frühschicht habe. Himmelfahrt ist gutes Wetter. Oh ja, das hoffe ich auch. Ja, wir wollen auch dann über Autobahn erst fahren, ne? Oder wie? Du, habe ich keine Info. Ist das denn länger oder kürzer oder schneller oder weiß ich nicht? Soll wohl schneller sein. Ich dachte immer so querfeld ein, dann die ganze Zeit B1 über Hameln, das wäre der direkte Weg. Ja, habe ich auch immer gedacht. Also fährst du erstmal Autobahn runter bis Kassel fast, ne? Ja, kurz vor Kassel und dann musst du rechts rüber. Ich kann das, ich gebe das mal ein heute Abend. Ich gucke mir das mal an. Wenn sich das nur um 10 Minuten handelt, ist wie Quatsch. Ja, aber dafür halt längere Strecke, ne? Viel länger. Fährst du erstmal richtig Kassel runter und dann rechts rüber, ne? Von Kassel aus ist das auch nochmal eine ganze Ecke. Kannst du aber auch quer durch hier, ach, hier ist auch Blitzer. Kannst du hier quer durch die Rundweg fahren, ist doch viel schöner von der Landschaft her. Ja, und zumal auch so ziemlich direkter Weg so, ne? Also. Na, wir werden sehen. Wo ist denn Donnerstag treffen? Da in Ronberg oder was? Oder, ja, wir waren... Soweit ich das gehört habe, Ronberg. Ja. Ah, okay, alles klar. Also ich bin ja nicht der Dealership, aber soweit ich das gehört habe, Ronberg. Das hat der Thorsten irgendwie bei sich gepostet. Ja, okay. So. Ich muss zwar weiter arbeiten, aber... Ja, wir fahren ja wieder mit zum Edersee. Und also nächste Woche hat Martin, da drücke ich ihm die Daumen, seine Motorradführerscheinprüfung und dann würde den Mittwoch vorher schon Martin und Nico zu mir kommen. Ja. Weil Nico will auch bei Thorsten, glaube ich, noch mal was einbauen lassen. Und dann Stabi, glaube ich. Und dann fahren wir erst wieder mit zum Edersee, so wie letztes Jahr. Und dann von da aus dann geht unsere Tour, dann Vatertagstour wieder zu Martin. Ah ja, okay. Und dann sind wir über Vatertag da bis zum Sonntag, Wochenende bei Martin. Das ist doch gut, ja. Seit 13 Jahren machen wir das so. Das ist schön. Letztes Jahr sind wir ja weitergefahren nach Kassel, aber wir nicht mehr da übernachten. Ja, genau. Wir waren ja noch weiter, genau. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren. Ja. Und das war schön. Das war schön. Leider der Sonntag dann nur im Regen von Kassel, also von Frankfurt nach Hause. Wir waren nur nassen Arsch gekriegt. Ja, das ist natürlich... Richtig scheiße. Wenn man nass wird, ist blöd. Wenn man dann erstmal nass ist, dann ist egal. Ja, ja gut, dann ist egal. Ja. Dann ist irgendwann egal. Hauptsache nicht kalt dazu. Das wäre ja dann noch richtig scheiße. Ja. Und für Ute war das die erste große Tour und war natürlich dann gleich schlimmer durch. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Die haben wir nicht alle rüberkommen. Ah, ja, die blinkt schon, ne? Aufschließen. Ah, noch geht's. Grün. Ah, sind alle rüber. Ja, gut. Ja, Uwe habe ich ja gerade gehört. Sarah, bist du auch noch da? Ja. Ach, du bist so ruhig, ist so leise. Ja, ich muss mich aber konzentrieren. Worauf konzentrierst du dich denn? Ach, du hast nur einen Scheinwerfer vorne, ne? Ja, ja. Dass ich dir nicht in den Arsch fahre. Ach, nee, das passiert nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, wo Kai hin will, aber ich lasse mich mal überraschen. Lars, bist du auch noch da? Lars, hallo? Lars ist nicht da, ne? Lars ist weg. Ich glaube, Kai hat sich verfahren. Ah, viele Wege führen nach Rom. So. Der piept da immer so. Piepen? Ich höre kein Piepen. Ja, ich höre immer Piepen. Ja, jetzt immer so ein Piepton, so Piep. Vielleicht will sich jemand verbinden, aber er kommt nicht. Vielleicht will sich Lars verbinden und kommt nie rein. Aber normalerweise, wenn er Mesh anmacht, dann... Also bei mir ist das vorhin auch aus gewesen. Ich war tatsächlich nicht von Anfang an dabei. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich habe eine Leiche am Finger. Oh. Du musst Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja. Wiederbelebung. Nee, ich glaube, das hilft nicht mehr. zu matschig.
weiß es nicht. Ich denke mal, er wird die Adresse eingegeben haben. Da gehe ich auch von aus, aber das ist nicht mehr Ahlfeld. Nee, da sind wir ja schon dran vorbei. Normal müssten wir jetzt Mike hinterherfahren, wenn man es schon riechen würde, aber man riecht ja noch nichts. Zum Schluss stehen da zwei Buden. Das werden wir sehen. Vielleicht sind wir ja noch zu früh und dann macht noch so eine kleine Runde hier. Halb vier, da hast du ein eng gestecktes... Ja, so ein bisschen, ja. Ja, kann auch vier sein, um fünf kommen unsere Gäste. Wir kriegen, wenn mein Cousin aus dem Osten kommt. Oha. Bleiben über Nacht. Ja, dann geht ja heute Abend noch was, wa? Ja, wir wollen noch zum Griechen. Muss ich mal gucken, da werde ich mir so schön trockenes Fleisch reinpfeifen. Ja. Dass wir alle bei mir zu Hause noch mal grillen. Dann machen wir irgendwie eine Fahrt und dann zum Schluss gehen wir zu uns und machen Grillen. Ja. Hast du einen großen Grill, wa? Habe ich einen großen Grill, ja. Ja, cool. Machen wir eine Umlage oder was und dann... Bitte? Ja, ist doch schön. Machen wir eine Umlage und dann machen wir einen schönen Grillabschluss da. Ja, genau. Der Mercedes hat angehalten, hat Handzeichen gegeben, hat alle rausgelassen. Also Ahlfeld kenne ich mich auch überhaupt gar nicht aus. Tausendmal dran vorbeigefahren, aber hier reingefahren. Das ist auch ein totes Nest, das ist nicht los hier. Ja, aber Ahlfeld ist jetzt nicht so unbekannt, ne? Also nee, Ahlfeld ist eigentlich bekannt, aber weil die haben viele etwas größere Industrie hier. Ah, hier wird rot. Okay. Soll hier das Drehfuß sein? War nicht schlecht. Hier bei Netto an der Theke. Wahrscheinlich. Da hinten. Da stand auch kein Schild und nichts, ne? Nee, aber hier parken, ach so, da ist es, ja, ich bin hier richtig. Oh, so wie so ein Markt mit dabei und so, wa? Ja. Was ich vom... Ich fahre da jetzt rein. Okay.
Sieht gut aus. So, dann schauen wir uns das hier mal an, wa? Frankie, ja. Schön mit dir gefahren gewesen zu sein. Ja. Tschüss. Komm gut, Heme. Tschüss, Melle. Nee, tschüss, Großer. Ja. Treib nicht so doll. Nee, ich kann nicht treiben. Großer. Fährst du noch mit zu Mike auf dem Hof? Ja, weißt du, ja. Kaffee? Ja. Fahren wir noch zu Mike. Wie, hast du noch Hunger oder was? Kommst du noch mit Mike, zu Mike auf den Hof? Ich komm mit, ja. Ja, super. So, jetzt geht es wieder Heme, also Richtung nach Hause. Noch zu Mike, Kaffee trinken. Ja. Oh, war okay, die Veranstaltung. Habt ihr gesehen, ein paar Bilder. Essen war lecker. Reichlich. So. Oh, ach, das steht schon da. Oh. So. Davor so ein kleiner Flohmarkt, auch nicht schlecht. Ja, fahr, du kannst ja die B3 fahren, ne? Richtung Hannover. Wird schon klappen. Hier. Schönes Wetter, doch richtig schön. Macht das Fahren auch wieder richtig Spaß. So, jetzt haben wir natürlich auch keinen mehr auf dem Ohr. Hallo, hallo? Nee. Keiner mehr Mesh am Helm. Hat sich ja so ab der Veranstaltung da schon so ein bisschen ist aufgelöst. Alle fahren so wieder in ihre Richtung. Carsten Bremer war auch da. Grüße nochmal an Carsten, fahr vorsichtig nach Hause. Schön, dass du noch gekommen bist. Haben ein bisschen geschnackelt. Nebenbei auch festgestellt, er war in unserer Großglockner Gruppe gar nicht drin. Jetzt sind wir da schon 20 eingetragene Fahrer. Plus Sozia, das wird also etwas größere Truppe hier aus Hannover und auch Umgebung. Es gibt da wohl noch eine zweite Gruppe. Hier um Hannover rum, die ganzen Riker-Fahrer, die so auch ihre eigenen Gruppen haben, die fahren also auch einige von zum Großglockner-Treffen, auch angemeldet. Also wird das aus der Region Hannover, also eine recht große Truppe werden, die da auftaucht. Ja, es gibt ja immer dann so, so war es ja letztes Jahr, so nach Nationen, also Deutschland, Polen und so, die ganzen Tische. So, aufgeteilt. Jetzt könnten sie so einen großen Tisch rein für Hannover machen, für die Hannover Truppe. Aber ja, egal. Wird auf jeden Fall ein geiles Ding, Gaudi, mit so vielen Leuten da als Truppe aufzutauchen. Hier unseren Policeman hier, den haben wir auch dabei. Ja, als einzigste
Police Spider aus Europa hier. Ah, wir freuen uns auf jeden Fall auf Österreich wie Bolle. Wir gucken uns schon immer wieder die Videos und alles vom letzten Jahr an und wird auch in den Social Medien immer mal wieder geteilt, das Ganze. Bei Instagram sieht man das also öfter, nochmal so kurze Videos, ne? Reels, wie es ja so heißt, oder in den Stories, ne? Da hauen wir das immer nochmal so ein bisschen rein. Vom letzten Jahr. Dies Jahr wieder mit der 360-Grad-Kamera und alles wieder so ein paar gute Bilder einfangen, dass wir dann das nächste Jahr wieder über die Social-Media-Seiten davon zehren können. Ja, also wir fahren hier Street On, jetzt hier wieder die B3 zurück und fahren halt, wie gesagt, zu Mike. Viele Bikes unterwegs bei dem schönen Wetter. Also 27 Grad jetzt, boah. Ja, 27 Grad. Also. So, ja, keiner mehr auf dem Ohr, ne? Keiner mehr auf dem Ohr. Ja, du Pfeife hast ja das Ding da, aber nee. Mach mal. Ja, ich würde ja sagen, auf den Kaffee zu Holger, aber der hat ja heute auch Programm. Die sind auch irgendwie unterwegs, hat er geschrieben, also brauche ich gar nicht anfragen. Damit wären wir natürlich gerne bei Holger nochmal reingefahren. Ah ja. Eine kleine, so eine gemütliche Nachmittagsrunde. Ja, ein Auto mit so viel Lichthupe uns entgegenkommt, dann steht doch hier irgendwo. Mobiler. Weil Ortseingang da unten, den Blitzer, den kennt man ja. Aber wir haben ja das ganze Stück hier auf Tempo 70. Da kann es dann auch schon mal sein, dass hier unterwegs was steht. Aber bis jetzt sieht das nicht so aus. Da hat er auch nur eine Lichthupe gemacht, weil er uns als Spider-Fahrer gesehen hat. Das kann natürlich auch immer mal sein. Kommt schon mal vor. Ja, Mike wäre heute eigentlich arbeiten gewesen, ja, aber nicht so, trotz freue ich mich dann umso mehr, wenn er dann doch dabei ist, aber es ging ja heute auch um Essen, ne? Also um Street Food, ja, weil Street Food Trucks habe ich da nicht gesehen, das waren ja so aufgebaute Stände, und also es ging aber halt ums Essen, ja, und er hat also nichts ausgelassen, er hat Straußenburger gegessen, er hat einen kompletten Pulle-Pock Teller mit Salat und Pommes und drei Sorten Fleisch und also hat er ordentlich, also ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall, ja, für ihn jetzt meine ich, ne. Der Teller war lecker, ich habe den auch gegessen, also hatten da eine Menge leckere Sachen, aber ja, so Teller, ich habe auch erst gedacht, nimmst du her noch, da war so eine schöne Eistüte mit, jetzt nicht einer normalen Eiswaffel, sondern wie so ein Gebäck drumherum, aber oh. Nee, das war mir dann doch, der Teller hat gereicht, man ist satt. Ja, sehr, sehr windig, man hat es vielleicht auch vorhin dann mit den anderen wieder so ein bisschen gehört, die Windgeräusche. Da kann man da leider nichts gegen tun, es gibt dann immer mal ein paar
Offenhelmfahrer oder eben mit Schwanenhals, dann ist das halt mit der Windübertragung ein bisschen mehr. Ist dann halt so, muss man sich das, die Gespräche oder wenn man dann mal spricht, mehr so auf Ortschaften begrenzen, dass man dann in den Ortschaften halt in die Kamera spricht. Geht dann auch alles. Ja. Also Mike, der ist heute, normalerweise, wenn der vorne wegfährt, so, dann fährt man auf 100er Straßen, fährt man 75. Aber er ist gut unterwegs hier heute. Er will nachher nur nicht wieder die Fliegen in der Scheibe und auf dem Rücken haben. Wird er wieder ausgelacht. Ich glaube, Mike hat den dritten Gang gefunden. Ich habe jetzt auch meine Lederjacke bei Mike in den Kofferraum getan, weil es einfach schön warm ist. Hier mit, sagen wir mal, 26 Grad zeigt es jetzt noch an hier. Also echt klasse. Weiß, eine kleine lange Strecke, aber auch auf kurzen Strecken kann ja auch was passieren, ist klar. Ne? Ein Kamerad von uns ist ja jetzt mit dem Motorrad auch im Kreisel, wurde ihm die Vorfahrt genommen. Das geht also ruckzuck, dann ist man da, ja, betroffen. Ne? Man muss auch mit der Dummheit anderer rechnen. Die Grüße gehen nochmal raus an Dirk von hier aus. Ja. Er wird auch wieder bald aufsitzen, das ist ja auch nicht seine Schuld, denke ich mal, dann wird sich das für ihn hoffentlich auch schnell klären, dass er wieder fahren kann. Aber irgendwie hat er wohl Benachrichtigungen bekommen, ist Totalschaden, also wird es wohl eine neue Maschine geben. Naja, trotzdem ärgerlich, ne? Viel Lauferei. Ach, ja. Ja, auch deswegen bin ich... kann ich ja gleich noch mal ein bisschen wieder was einbauen bei der Allianz, bei der Funcover-Sicherung, ja. Gibt es dann so einen kleinen Zusatz, nicht teuer, habe ich ein paar Euro Aufpreis. Und dann kümmert sich dann die Versicherung um alles. Du kriegst also sofort deine, wenn's, ja, so wie in dem Fall, Vorfahrt wurde ihm genommen, also ist er keine, hat er keine Schuld. Da springt dann die Allianz-Versicherung ein, geht in Vorleistung, gibt dir das Geld, du kannst weiterfahren praktisch, holst dir deine Karre. Und die Versicherung setzt sich dann mit der gegnerischen Versicherung auseinander und klären das dann intern unter sich. Aber man ist auf jeden Fall wieder auf Achse. Selber gemacht. Ist das hier auf? Ah, abgeschlossen. Die Fußraste war unten. Was soll das denn jetzt? Ach ja. Ja, meine Lederjacke habe ich jetzt bei Mike im Kofferraum, bei diesem Seitenkoffer.
bei 26 Grad. Richtig schön, mal so zu fahren. Es war ganz schön windig, das hat man ja vorhin auch auf den anderen Headsets mit den anderen Headsets gehört. Ich bin jetzt alleine, hat keiner mehr was an. Und ja, es war und ist immer noch sehr windig. Ja, klar, also auf langen Touren zieht man immer Klamotten an, auch Handschuhe, ist klar, jetzt bediene ich Kamera und so, dann ist das mit den Handschuhen immer ein bisschen blöd, aber ja, auch auf kurzen Strecken kann was passieren, ist ganz klar, ne? Also man muss normalerweise immer vorsichtig sein, also normal immer Schutzkleidung bitte tragen, ne? Ganz wichtig. Ich habe das ja dann ab und zu in den Kommentaren, ja, schon wieder ohne Handschuhe, ja, ich weiß. Ja, man sieht es ja auch auf kurzen Strecken in der Stadt, ja, Grüße gehen an Dirk raus. Kann nicht dabei sein, das ist ja auch einer unserer Zweiradfahrer, der wurde im Kreisel der Vorfahrt genommen, wurde auf die Seite gelegt, die Maschine hat er heute erfahren, leider Totalschaden, ja, und jetzt muss er sich dann mit der Versicherung auseinandersetzen, weil die Frau meinte, nein, ich wollte doch im Außenkreis nur weiter rumfahren, aber er auf dem Innenkreis halt raus, ja, und hat aber Vorfahrt, weil im Außenkreis fährst du eigentlich auch raus, statt weiter rum, ja, ist durchgezogene Linie. Die Dame nicht einsehen, also muss man sich erstmal wieder mit rumstreiten. Die Polizei war ja vor Ort und die sah das genau wie Dirk, also ganz normal, ganz klar, Vorfahrtregel. Und sie darf ja eigentlich nicht durch die durchgezogene Linie fahren, aber bla bla bla. Also hast du erstmal Stress. So, und solange du Stress hast und ihre Versicherung dann erstmal prüft und macht und tut, dauert das natürlich. Das ist natürlich scheiße. Und nicht nur deswegen, auch wegen ganz vielen anderen Aspekten habe ich halt deswegen auch mich bei der Allianz in der Funcar-Versicherung versichert, ein bisschen Aufpreis und da gibt es dann so einen Top-Schutz. Da macht das nämlich dann die Versicherung für dich. Die geht in Vorleistung, gibt dir dein Geld für deine Karre, wenn das ein klarer Fall ist, wie bei Dirk zum Beispiel, ja, Vorfahrt missachtet, so, dann schlägt sich dann die Versicherung mit der anderen Versicherung rum, aber du kannst halt weiterfahren, ne? Kriegst dein Geld vorgestreckt, kannst fahren, bist wieder mobil und die regeln dann das alles unter sich, die Versicherung. Auch eine coole Sache auf jeden Fall. Verlinke ich euch nochmal oben hier, Funcar-Versicherung. Setze ich mal rein. Ich bin da echt zufrieden. Und ja, der Schutz ist halt gut. Ne? Da sind wir hier gerade wieder an Elze, an Holger vorbei. Man sieht dann da hinter den Bäumen rechts schon so leicht die Marienburg wieder. Mike ganz schön flott unterwegs hier, drängelt richtig bei den Autos. Ah, da vorne stehen sie. Ah, da doch, kam im Auto mit ordentlich Lichthupe. Stehen sie hier mit ihrer Laserpistole und... Ah ja, schön am Lasern. ATV, gegrüßt. Jetzt auch die ersten Biker, die kommen dann da oben schön durch die Kurve und dann mit der Laserpistole ist dann bist du rausgewunken, ne? Kannst nichts machen. Ärgerlich, so eine Wegelagerei, ne? Ja. Ja, da oben haben wir wieder die Marienburg, steht so schön in der Sonne. Ich bekomme jetzt auch viel wieder auf Insta oder auch im Messenger. Über Facebook sieht man mich ja bei, ja, unter meinem Namen halt kann man mich glaube ich sogar finden, den normalen Namen, aber wir haben ja da auch die canemspider.de Gruppe, kann man beitreten, sowie auch die canemspider Flohmarkt Gruppe, kann man auch beitreten, wenn man dann mal nach Teile sucht oder Maschinen oder was anzubieten hat. Ja, also nicht böse sein, wenn wir da Sachen rausnehmen, wenn da einer seine Kaffeemaschine verkaufen will oder einen Toaster oder so. Da soll es dann wirklich um Spider-Sachen gehen. Und da bin ich halt dann halt, ja, über Messenger anzuschreiben. Dann habe ich jetzt auch viele, die sich halt so ein paar Monate auf dem Gebrauchtmarkt umgeschaut haben und sich Maschinen gekauft haben. Aber ich kriege dann oft Fragen, so worauf muss ich denn achten, wenn ich mir die Maschine da kaufe oder wenn ich interessiere mich für eine Maschine, wo muss ich da drauf achten? Ja, also ich sag mal, wenn sie anspringt, ja, das Checkheft tadellos geführt ist,
dann ist es scheißegal, was so eine Maschine runter hat. Ja? Ich habe jetzt auch hier 47.000. Das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Also wenn die anständig gefahren wurde, ja, so wie, ne, ganz normal, dann könnt ihr da nichts verkehrt machen. Guckt ein bisschen, wackelt an den Rädern, ob da irgendwelche Lagerschaden zu spüren sind und so, was aber bis auf den Kugelkopf, was ja das bekannte Problem ist, der sich dann immer mal ein bisschen löst, ja, aber dann auch nicht größer und wird wie der Spiel. Ja. Also da kann man nichts. Also ich weiß nicht, was man. Guckt euch den Riemen an, dreht mal das Rad so ein bisschen, ob da irgendwelche Steine durchgedrückt sind. Ja, da kann man vielleicht gucken, ob der Riemen vielleicht schon einen Schaden hat oder so. Aber wenn der Checkoff gepflegt ist und die Maschine tadellos anspringt, ja, und keine Fehlermeldung dann rausschmeißt, zieht den Ölstab nochmal raus, ob das passt. Ansonsten kann man an einer Spider beim Kauf, auch im Gebrauchtmarktsegment, keine großen Fehler machen. Diese Maschinen, ich bin echt von überzeugt, klar gibt es Verschleiß wie Bremsen oder Reifen. Was gibt es noch groß an Verschleiß? Ja, Bremsen, Reifen. Mein Sprit verschleißt sich auch, scheiße. Aber da kann man mal drauf gucken. Ansonsten, wie gesagt, Fahrt, wenn sie sich ganz sauber fahren lässt und hochschalten lässt und auch mal gucken, ob sie sich wieder runterschalten lässt, ja, dann ist da alles Taco. Ne? Lass sie mal im Stand, ja, Zündung an, mal rollen, dann hier auf elektronische, hier elektronisch, die GS-Modelle haben ja noch mechanisch, die Handbremse mal, also die Feststellbremse tätigen, gucken, ob sie dann feststeht und so, und ob, dann wieder lösen, ob sie es auch wieder löst. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die kann man gucken, aber im Grunde genommen sind das robuste Maschinen, ja, lange am Markt, Rotax-Motoren, also in Leichtbauflugzeugen überall verbaut, weil absolut, absolut zuverlässig. Und ja, klar, die Fragen sind berechtigt, ich verstehe das, aber man kann nichts verkehrt machen. Ich wundert euch nicht, ich gucke mal, ich sehe dann hier spiegeln, dass das auch noch aufnimmt, weil ich habe auch 5 Minuten begrenzt. Ja. Ist einfach geil, macht Spaß das Hobby. Und wenn ihr euch da auch für Maschinen interessiert oder so und ihr hier oben aus dem Nordbereich seid, dann verlinke ich euch das nochmal hier oben in der Ecke, Schwarz Power Sport in Nienburg, Drakenburg. Hat auch viele, oft viele Gebrauchtmaschinen stehen. Na, guck mal, da hinten fährt der Rest. Und ist auch ziemlich breit aufgestellt im Bereich Funcar mit ATVs, Quads und Spider, Riker, Side-by-Side. Motorräder natürlich auch. Da fährt auch ein Teil weg. Winnie und Frankie. Ja, dann schaut doch mal rein. Ne, wie gesagt, der Link ist oben rechts und dann ist auch immer mal ein Besuch wert. Da kann man mal eine Probefahrt machen und so. Wenn ihr da auftaucht, grüßt mal schön vom Spider-Sven. Freuen Sie sich? Nein, freue ich mich. Wenn ich höre, waren wieder welche da, die von dir gegrüßt haben. Ach, stellenweise ist der Wind ganz schön heftig. Ich habe immer so geile Aufnahmen durch den Spiegel. Mal gucken, ob das klappt. Sehe ich ja jetzt noch nicht, erst beim Schneiden. Also Sebastian auf seiner Suzuki, das sieht schon geil aus, so das Bike, so ein Naked Bike, schon ein cooles Ding. Tausender und die Bums unterm Hintern. Ja, ich glaube, wir machen mal eine Tour, wenn ich dann nur fahre, wir zählen mal alle VW-Busse. Also gefühlt siehst du 30, 40 Stück am Tag. Oh, hier Mike hat es aber wirklich eilig. Dann doch nicht.
immer so hier mein Verabschiedungsort, ne, hier Richtung Pattensen-Rottenberg. Aber wir fahren ja mit zu Mike. Ist er gleich wieder angesprungen? Ah. Verrückter Haufen. Macht schon Spaß mit den Jungs. Also jedes Mal, wenn ich meine SP Connect Hülle drauf mache, weil sonst habe ich ja meine Lederhülle mit Klappe drüber und so, aber wenn ich dann fahre, mache ich das in die SP Connect Hülle, drückt es hier meine Glas, oder so eine Schutzglasscheibe hier nochmal aufs Handy und die Ecken hier, die drücken dann mal gegen. Und da wäre cooler, wenn diese Hüllen irgendwie so eine Gummilippe hätten, die man dann so mit dem Nagel einmal rumzieht und dann auf der Scheibe auflegen würde. Hier, man kann das, ich weiß nicht, ob man das sieht, wieder rausdrücken, das die Luft, und dann mal anheben die Ecke, dass das Glas vielleicht noch ein bisschen drunter geht. Dann geht es wieder eine Zeit lang und dann sehe ich wieder, wie sich das die Glasfolie löst. Aber wenn da so eine kleine, oder ich muss mal mit einem Cuttermesser hier vielleicht so ganz bisschen die Ecken rundschneiden, kommt es auf dieser Seite raus. Vielleicht muss ich da mal ein Cuttermesser beigehen. Aber es ist ja schade, wenn so eine Gummilippe drum wäre noch, die dann oben auf diese Scheibe drauf drückt, wäre das deutlich angenehmer. Ansonsten, wie gesagt, SP Connect total zufrieden. Jetzt ein bisschen getestet hier, dieses Vibrationsgerät hier, das Austauschteil, dass man den Bügel behalten kann, einfach drauf mit dem flachen, mit der flachen Hülle. Ist das schon eine coole Nummer. Später haben wir es denn? 15 Uhr? Ah, Mist, ich glaube, Tattoo-Studio hat schon zu. Dann hätte ich mir von John jetzt noch ein T-Shirt rausgeholt. Also seine eigenen T-Shirts. Oh, die Straße hier ist aber echt Grotte. Den Justin. Bis zum nächsten Mal. Ja. Fahren ja noch ein Stückchen da, fahre ich damit lang. Nein, fahr ich da Emmelde über die Schule hinten rum, ist ja alles zu da. Ja. Mach's gut. Fahr vorsichtig, ne? Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Yes. Ja, ich fahre dann vor Empelde Benefit auf dem Schnellweg rauf. Dann
Oh, in Querformat. Ciao. So, ja, danke für den Kaffee, Mike, und das Wasser. Jetzt haben wir uns da auch verabschiedet. Jetzt geht's nach Hause für alle. Und ja, dann beende ich auch hier das Video mitten in der Baustelle hier. Und sage wie immer, ja, ohne euch bin ich nichts. Nur zusammen sind wir es mal, das wenn. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liked, lasst vielleicht mal ein kleines Kommentar über Themen, die wir vielleicht noch besprechen können. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet am nächsten Video. Und bis dahin, ciao, haut rein.